Moin! Oh, bist gestolpert? Entschuldigung. Ja, nun mecker doch nicht. Leg dich noch ein. So, und jetzt ist weg. Mit dir. Wer hier nur voll in der Gegend rumliegt. Oh. Immer noch fliegende Computer. Ich dachte, wenn ich neu anfange, ist der Bug schon mal weg. Aber ist er nicht. Na. Mit Leben ist schwer, war als Zombie. Ja, er fast da. Na, noch ein. Flaschenpulsar. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht spielst du ja beim nächsten Mal wieder mit. Ein Airdrop. Da könnte man ja fast überlegen, ob man da hinrennt. Wo ist denn der? Da hinten. Und wir sind da. Na komm, der letzte Airdrop war gut. Den gehen wir jetzt hier nicht runter und vielleicht kriegen wir ja da auch was Schönes. Wo schlafen wir denn? Da. Und da ist der Airdrop. Dann gehen wir erstmal nach Hause, machen die Taschen leer. Sonst kommen wir da wieder nie an. Und ich habe das Gefühl, heute kommt keine Horde mehr. Normalerweise müsste die 7 nämlich jetzt rot leuchten, so wie die 4 vorhin. Sind wir nicht aufgestiegen? Sind wir. Kann ich nicht durch Zufall hier noch einen Punkt vergeben? Nee, kann ich nicht. So, geht schon wieder leichter. Seit wann geht dein Pulsar um 0.30 Uhr ins Bett? Was sind denn das für Marotten, die er plötzlich an den Tag legt? Wird auch alt, der Junge, glaube ich. Mir kommt es vor, als ob wir die ganze Zeit langsam durch die Gegend laufen. Weil wir permanent überladen sind. Nee, die Figur hat echt nicht gut Ausdauer. Also, Olympiade gewinnt er nicht. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Hosen, bitte weg, bitte weg. Aber sonst noch den Juckersaft würde ich wieder gerne mitnehmen, war? Der war gar nicht schlecht. Und den Rest schmeißen wir hier rein. So. Essen können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Antibiotika hatten wir irgendwo gesammelt. Glas hätten wir wahrscheinlich in die andere Kiste packen können. Das brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. So, gut. Dann auf zum Airdrop. Mal gucken, ob wir nochmal so viel Glück haben. Beim letzten Mal hat es unser Leben gerettet. Vielleicht ist er jetzt unser Tod. Week.
Hier waren wir noch gar nicht, ne? Na, hier schon, aber da unten noch nicht. Da kommt die Wüste. Mal gucken, was für spannende Abenteuer da auf uns warten werden. Weil wir waren im Schnee. Da hatten wir die tolle Stadt gefunden. Und mal sehen, was wir in der Wüste finden. Wenn wir die Berge überschreiten, wahrscheinlich erst. Hinterm Berg ist es wahrscheinlich wunderschön. Ach, wir kommen auch zum Sammelpunkt, wo wir die Zombies töten sollen, ne? So bin ich gerade von hinten angeschrieben, sowas mag ich ja nicht. Oh, das hat er davon. Ja, kommt mir auch so vor, als ob nicht so viele Zombies unterwegs sind. Wie kommt hier generell mit den Zombies, dass sie da viel geändert haben? Mit dem Update. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ich habe nämlich an den Einstellungen nichts geändert. Ja, gleich ist mir heiß. Vielleicht auch nicht die optimale Kleidung, in die Wüste zu gehen. Mit Militärhandschuhen und so. Kältewiderstand, so. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Anscheinend nicht. Wir hätten mal viel Wasser mitnehmen sollen. Wahrscheinlich werden wir nachher wieder aus dem Zahnfleisch rauskrauchen. Zumindest die Figur hier. Ah, ein einsamer Baum in der Wüste. So, hat sich's denn gelohnt? Das ist ja die Frage. Ja. Stahlwerkzeug, ja, auch gut. Das ist nur Blödsinn, die brauchen wir nicht mitnehmen. Und Antibiotika finden wir im Moment sehr viel. Da hatte ich ja beim letzten Mal Riesenprobleme. Aua, Kaktus! Dann machen wir gleich mal hier die Aufgabe noch, die wir bekommen haben. Die muss ja hier gleich in der Nähe sein. 150 Meter noch. Haben wir noch ein Reparaturkit bei, zufällig? Ja, dann würde ich die nämlich mal schnell reparieren. Nicht, dass die uns um die Ohren fliegt, wenn jetzt die ganzen Zombies kommen. Das wäre voll ärgerlich. Was hat er jetzt dick gemacht? Da. Naja, uno momento, ich will erstmal kurz was trinken. Nichts überstürzen. So, jetzt. Echte Kerle. Naja. Fangen wir mit euch an. Huch. Warte, nachladen. Moment.
nicht rennen. Du kriegst auch noch eine Kugel. Kein Thema. Man müsste auch mal treffen. Aua! Torkel doch nicht so much. Rede mit den Händlern. Mach ich. Ah, den nehmen wir noch mit. Gut, das hat er ein paar Punkte gebracht. Ah, der Händler ist ja sonst wo. Mit dem werde ich jetzt nicht reden. Oder? Der Händler war ja da ganz hinten irgendwo. Hier so, ne? Wir haben 18 Uhr. Nee. Wir werden jetzt nicht mit ihm reden. Ja, es war ziemlich heiß, aber jetzt sind wir ja Gott sei Dank aus der Wüste raus. Und wir haben beide Sachen erledigt in der Wüste. Wir haben den Airdrop und wir haben die Mission da beendet. Also, jetzt ist uns kalt. Wir laufen ja auch nackt durch die Gegend. Dann sollten wir unsere Sachen wieder anziehen, ne? Dann ist es uns vielleicht nicht mehr so kalt. Nicht, dass der Rand jetzt noch blau wird. Ach, berg runter, das macht Spaß. Hui. Er ist nur am Schnaufen. Ich mag den Charakter. Eigentlich mal den Arztkoffer benutzen, damit wir wieder ein bisschen hochkommen mit der Lebensenergie. So, geht uns gleich besser. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Zwei tolle Abenteuer. Ach, mit der Stamina, das ist aber... Ich glaube, das ist schlimmer geworden. Das kam mir noch nie so nervig vor. Ich glaube, meine Stamina ist noch nie so schnell runtergegangen. Gut, unser Haus ist sicher. Die Mission haben wir erledigt. Dann bleibt jetzt im Grunde das Militärcamp. Können wir weiter auseinandernehmen. Schwierigkeit ist natürlich, dass jetzt gleich Nacht ist. Und die Zombies dann natürlich rennen werden. Machen wir trotzdem, oder? Oder wollen wir uns ein anderes Ziel suchen, was vielleicht ein bisschen einfacher wäre? Weil die Militärzombies sind ja doch schon ganz schön hart. Na, mal gleich mal gucken. Antibiotika kann hier rein. Der Arztkoffer kann hier nicht rein, weil wir keinen Platz hier drin haben. Jetzt passt er allerdings rein. Wir sollten unbedingt mal unsere Kisten sortieren.
Aber noch haben wir ja keine anderen Kisten. Natürlich doof. Ja, der Beacon kann da rein. Der Messbecher. So, dann ist der Ofen schon mal fertig. Hier kann erstmal ausgeschaltet werden. Oh, eine Horde. Oh, sehr schön. Gut, dass du mir was da lässt. Das finde ich sehr nett von dir. Oh, oh. Ich hätte gehen sollen. Hab gerade einen Arztkoffer genommen, damit ich nicht mehr so krank aussehe. Und du musst mich hauen. Finde ich nicht gut. Müsste doch alles mal ohne Gewalt gehen hier. Überlege gerade, ob wir lieber zum Händler gehen. Jetzt in der Nacht als ins Militärlager. Spannender wäre natürlich das Militärlager. Aber könnte auch tödlich enden. Dann kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen, weil ich mich die ganze Zeit ärgere. Zumal ich mich über einen Tod ja schon ärgern muss. Wegen so einem Fluffy. Und die Hauptstraße geht bestimmt so lang. Na komm, wir gehen zum Händler erstmal. Und da hinten war doch auch das tolle Gebäude. Da war doch die Kirche. Gehen wir zum Händler und dann... Achso, der hat ja gar nicht auf. Wir gehen in die Kirche und dann gehen wir zum Händler. Der Plan ist gut. Ach, jetzt wird's ja richtig dunkel. Gleich erstmal gegen Stein geklatscht. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal erstmal da hinten hin. Wir werden zusehen, dass wir die Kirche auseinandergenommen bekommen. Da war ja. Da ist ja viel Munition, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und dann. Kann man beim Händler reingehen. Das ist ein guter Plan. Die Militärzombies nachts, das ist, wird zu schwierig. Hätte ich jetzt bessere Waffen und wäre ein bisschen besser geskillt, würde ich das ja machen, aber so könnte das schwierig werden. Und ich möchte ja nicht allzu lebensmüde Sachen machen. Ich hänge ja an meinen Avatar hier drinnen. Ist so ein lieber Charakter. Nur nachladen tut er die Waffen nicht. Da hat er seine Schwäche.
Ich sollte mal sehen, dass wir langsam Fahrt kriegen. Wir brauchen zwei Räder. Eine Schmiede haben wir ja. Da sollte es ja schon mal möglich sein, mit dem Fahrrad zu fahren. Vor allem hier die langen Wege wäre schon besser. Ups, ups. Berg hoch. Der Weg ist aber auch lang. Mann. Wie kann ein Händler so weit weg wohnen? Das ist nett, dass ihr nicht wollt, dass ich mich die ganze Zeit ärgere. Was natürlich nicht heißen muss, dass es die Kirsche unbedingt besser ist, ne? Da kann es mir genauso dreckig ergehen und sterben. Ups. Oh, ich sehe dich ganz genau, wenn es dunkel ist. Punkte sammeln. So, dann sind wir zurück im Schneegebiet. Da ist der Händler, ne? Und da hinten war doch irgendwo die Kirche. Ja. Oder Kathedrale oder was auch immer das sein soll. Ist kalt, suche Kleidung. Wir hatten doch alles angezogen, oder? Ja. War uns letztes Mal auch kalt? Ja, du lebst noch. Habe ich mir fast gedacht. So. Das lief ja schon mal ganz gut. Ah, halt, 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 halt. Warte. Du bist doch tot. Oh, Mann, du lebst ja noch. Mann. Ah, Schock. Warm anziehen, bitte. Ja. Wir wärmen uns hier irgendwie an den Toten. Aber vielleicht die Waffe in die Hand nehmen, wa? Ja, ja, da, irgendwo, da ist er, der Punkt. Shotgun-Munition kriegen wir zurzeit eine ganze Masse. Sollten wir denn vielleicht auch mal benutzen? Keiner gut. Und das war knapp, ja. Das war eben ziemlich knapp. Eine Ledermütze, hält die denn warm? Ausdauer, Beweglichkeit, Haltbarkeit. Naja, irgendwie von Wärme nicht wirklich, wa? Wahrscheinlich besser als eine Cappy.
Gut, nehmen wir mit. Eigentlich nicht, wa? Wir haben... Nö, eigentlich brauchen wir gar nichts davon. Na gut, die Reparaturkits auf jeden Fall. Da können wir dann auch mal direkt die Waffe reparieren wieder. Nein, können wir nicht, weil wir machen gerade Reparaturarbeiten. So, da. Alles weg hier. Ging's hier nicht irgendwo auch in die Katakomben? Nö. Okay, dann wartet es schon wieder, ja. So, aber ich stelle mich hier mal ganz kurz rein. Ich muss nämlich mal ganz dringend auf Klo. Und ja, sage bis gleich. So, da bin ich wieder. Mann! Also keine Sekunde länger. Okay. Denn... Rede mit dem Händler. Gut, wir warten also, bis der Händler hier mal aufmacht. Das war ja ungefähr so um 8 oder so. War das da? Gibt es denn hier Särge oder sowas? Also Grabstellen hier, wa? Buddeln wir da mal. Vielleicht finden wir ja doch noch was Schönes. Ja, da haben wir einen Sarg und ja, ein bisschen Holz gefunden. Okay, cool. Ist da was? Nee. Hier sieht es so ein bisschen aus, wa? Sieht man jetzt im Dunkeln natürlich überhaupt nicht, ne? Ja, da ist aber was. Ein leerer Sarg. Wer begräbt denn leeren Sarg, ja? Also ich würde immer Munition vergraben. Ja. Eine Dose. Auch nicht gerade das, was ich haben wollte. Was haben wir hier? Ja, Türgriff. Den war jemand sehr heilig, den braucht er unbedingt, den muss da unbedingt hier beerdigen. Das war sehr traurig, die Aktion.
Da haben wir ein bisschen Munition, das ist gut. So, was haben wir hier? Gar nichts. Bin ich doof? Bin ich doof. Toll. Also die Kathedrale lohnt sich doch nicht so, wa? Halt, da ist noch was. Gerade aus dem Augenwinkel noch so gerade gesehen. Aber ansonsten... Hier haben wir noch was. Koffer. Ich habe meinen Koffer begraben und du? Na gut, wir haben ein bisschen Munition bekommen. Ist ja auch schön. Nevis Gate Survivors. Was ist denn hier mit dem Haus? Das sieht ja auch interessant aus. Super. Was denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Wo? Hier bin ich ja echt profimäßig in eine Falle gesprungen, wa? Okay, da komme ich raus. Hier unten gibt es nichts außer Baumaterialien, wa? Ein Benzinfass. Okay, das hat sich ja schon mal ein bisschen gelohnt. Oh. Gut versteckt. Aber nichts Lohnenswertes drin. Was ist denn hier? Wenn jetzt hier ein Drache rauskommt, ja, dann... Ah! Scheiße! Ein Zombiebär. Ja, komm, quatsch mich nicht voll. Na klar. Sonst habt ihr ja keine Probleme, wa? Ja, kick mal, da kickst du, wa? Hier, guck mal, hier. Habe ich dich besiegt. So einfach jetzt. Habe ich ein Messer bei? Ja. Ach, guck mal, habe ich eine Tasche gefunden. Die hätte ich ja ohne dich nicht gefunden. So, kriegen wir noch mal ein bisschen Leder hier und ein paar Knochen. Warum kam am vierten Tag die Horde und jetzt gar nicht? Haben sie komisch geändert. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Oh, ich hoffe, die ganze Aktion hat sich hier auch gelohnt. Ich meine, ein bisschen Nitrat haben wir bekommen. Ist ja auch schön. Gut. Aber jetzt kommt das Spannende, wa? Was ist in der Kiste drin? Und? Geil. Nee, super. Aber mit dem Bär finde ich gut. Hat Spaß gemacht. Haben sich was einfallen lassen. Mit dem Bären finde ich echt gut. So, haben wir hier noch was drin? Motor, ja, den nehmen wir mit. Wir wollen ja irgendwann motorisiert hier durch die Gegend fahren, ne? Wir können den Betonmischer bauen. Steinsperre kann mal weg. Mal was knabbern hier. Die Dosen können auch weg. Nähzeug brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Hier ist kalt. Ja, okay. Schneebälle sind schön, aber wir brauchen sie nicht. Verschimmeltes Brot brauchen wir auch nicht. Was Gutes zu trinken, wie wäre es damit? Ja, das war gut.
Okay, wir können den Betonmischer bauen. Also, die Reise hat sich hierher wirklich gelohnt. Ich war ja eher skeptisch, aber das war sehr gut, dass wir hier gegangen sind. Und bisher kann natürlich gleich auch was passieren, wo ich sage, war ja nicht so geil. Aber bisher hat es sich gelohnt. Auch mal tatsächlich nicht. Leere Flaschen nehmen wir einfach nochmal mit. Das Haus ist nicht schlecht, aber wir sind ja schon so gut wie voll. Ist ja unser Problem. Wir laufen irgendwo hin und kommen eigentlich schon mit vollen Taschen an. Aber ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Es ist 7 Uhr am 8. Tag. Wir haben um 7 Uhr angefangen. Am ersten Tag. Und ja, dann gehen wir beim nächsten Mal zum Händler, wa? Und werden unsere Mission abgeben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder riesig Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Ich würde mich nämlich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, bis dahin. Mal kurz hier reingucken. Ach, Nägel können wir nicht mitnehmen. Warte mal, machen wir kurz mal noch ein paar Sachen klein hier. So. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und dann sage ich für heute Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.